Der Königspalast von Versailles. Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Strohkopf. Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid für den Hof wahrlich bestens gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Ne, vielleicht. Diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich nicht nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Und ich habe mal gedacht, vielleicht Unity oder so. Würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Habt vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Und ich habe mal gedacht, irgendein Hammerer von Unity kommt. Das ist er. Nee, das ist aber jetzt saugeil. Richtig geil gemacht. Oh, richtig geile Schätze. Ihr Leute, ihr müsst... Boah, das ist geil. Das ist richtig, richtig geil, Leute. Wenn jemand Unity gespielt hat, er weiß sofort, was ich jetzt gerade meine. Er weiß sofort... Und jetzt ist quasi auch dieses Rätsel gelöst und so verschickt doch gemeint. So. Da ist das. Richtig. Boah, so geil. Richtig geile Sache. Richtig, richtig geile Sache. Das Gehirntreffen, das finde ich machen. Ja, zum Glück sind da sehr viele Leute. Wir sind die da schon alle abgeschlachtet. Meiner Meinung nach. Sie haben erwischt gewesen. Kinder zu welchen gehen wir vielleicht. Da werden wir jetzt ein bisschen schneller gehen. Da vorbei und da gleich wieder. Ja, abstechen können wir den jetzt sowieso. Also, das ist Schüssinger. Hoppala. Hey, da können wir wenigstens schön weich. Oh, der kleine Booster jetzt gelaufen. Die sind jetzt aber nicht als Feinde markiert. Wieder Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise, ich begleite meinen Vater. Oh, nice. Das ist nice. Was machen wir als nächstes? Nicht entdecken lassen, alles klar. Da werde ich gerne mal beide abstechen, wenn ich nicht entdeckt werden darf. Schon, na wieso nicht? Und suchen wir ihn einmal. Okay, das ist schon mal der Feind. Das Geheimtreffen erreichen. Weiß ich nicht, ich würde einfach Bernhard zum Zuberennen und zack! Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben. Nice. Nice. Arno? Wo bist du hin? Und tschüss. Ihr seid der Verräter. Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Oh, Connor, dass der auch erwähnt wird und so coole Sache. Richtig coole Sache. Merkt man schon, dass er richtig alt ist. Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten. Noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Boah, also...
ganz ehrlich, auf der einen Seite ist es für mich alles viel zu kurz, also die hätten da ruhig dann noch ein bisschen länger machen können, die Story. Auf der anderen Seite teilweise richtig geil gemacht, überhaupt jetzt, das am Schluss, das fand ich jetzt wirklich richtig geil, also das hat man schon gedacht, das muss man schon sagen. Also das war wirklich top. Kann man da nicht irgendwie das so überspringen oder lag bitte am Rechten? Ja, dann halt nicht. Dann rede ich halt ein bisschen. Also richtig geiles Fanservice und so alles. Da man dachte, boah, da muss ich überlegen, ob man den Shay getroffen hat in Unity. Boah. Ich bild mir nicht. Ich bild mir wirklich fest an, wir haben nicht den Shay getroffen. Aber richtig, ja, das war jetzt richtig geil jetzt gerade. Nice, richtig geil. Das ist recht passend, könnte man sagen, damit man erst den Rogue-Teil spielt und dann erst den Unity-Teil spielt, weil man quasi dann sagen könnte, dass die Vorgeschichte ist. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Die extrahierten Daten schön. Aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für sie. Der Vater des Verstehens hat sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl. Und ihre Zukunft ist absolut gesichert. Ich glaube, ich kann mich nicht wirklich jetzt entscheiden. Okay, fortsetzen. Okay, alles klar. Ich glaube, ich kann das. Pistole oder der Ring? Was ist, wenn ich Pistole und dann trotzdem sage, ich will nicht, dann lauf einfach weg? Das wird gehen, so ungefähr. Verstehe ich dann aber wiederum nicht, wieso man dann in Unity quasi irgendwann ist, oder ist man dann doch in den Orden mit dabei? Was ich glaube, die haben das so gemacht, dass sich einfach jemand reingekackt hat bei Unity. Quasi in den Animus, wo er gerade quasi Dienst hat. Und dann ein bisschen gerüdet hat miteinander und so alles drum und dann. So genau weiß ich es jetzt auch wieder nicht, aber ich vermute, so wäre es wenigstens ein bisschen nachvollziehbar. Kommt da jetzt noch was oder dürfen wir uns jetzt entscheiden oder was nicht? Was sind da noch? Na dann lassen wir es einfach mal abspielen. Nope, schneller geht's wohl nicht mehr. Ich finde das schon geil, irgendwie so, dass das halt Tempel, dass man zu die Tempel rübergegangen ist und so alles drum und dran. Dass man halt quasi so ein, zwei andere Sachen halt gegenüber den Assassinen. Aber so richtig, dass man sagen könnte, ja, das ist jetzt so ein großer Unterschied. Eher weniger. Im Prinzip nur das Gewand ist vom Templer, sonst bist du ein Geh wie ein Assassiner.
ändert sich nicht wirklich was, außer die Leute und die du jagst. Das sind das halt Assassinen, keine Templer. Hm. Aber trotzdem nice, aber da hätten sie mehr draus machen können. Bis das mal fertig wird, dann mache ich lieber einen Cut.